Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Ich habe schon ein paar Kämpfe eingeblendet, werde sie auch noch tun. Und zwar geht es heute endlich um Hariyama und der direkte Vergleich mit Machomai. Kommen wir direkt zum Fazit. Er ist schlechter als Machomai, keine Frage. Aber gesamt ist er nicht so schlecht. Er ist eigentlich gar nicht schlecht, sondern recht gut. Ich habe jetzt mit ihm gekämpft, ich habe so ein Gefühl für ihn entwickelt. Das erste, was so auffällt, er hat halt viel mehr Leben, na klar, das fällt halt auf. Aber es wirkt auch, als wäre er langsamer. Was natürlich nicht sein kann, das ist nur psychologisch. Weil die haben beide dieselben Attacken und die haben beide denselben DPS. Damage per Second, also Schaden pro Sekunde. Aber bei Machomai fliegen einfach so vier Hände, zack, zack, zack. Und bei ihm kommt halt so ein langsamer Schlag. Also wenn man kämpft, dann kommt der einem echt so träge vor. Obwohl es halt echt derselbe Schaden pro Sekunde ist. Aber wie gesagt, Machomai hat halt einen höheren Angriffswert, deswegen zockt er viel mehr ab. Und Hariyama mehr Leben. Aber das ist nicht unbedingt besser. Er verliert zwar weniger, theoretisch weniger Schaden, aber dadurch, dass er weniger Schaden macht und der Kampf länger dauert, nimmt er auch wieder mehr Schaden. Und im Endeffekt heißt es nicht, dass er unbedingt weniger Schaden nimmt, weil der Kampf dauert länger und dadurch kann es sein, dass er sogar mehr Schaden verliert in der Zeit. Vor allem ist es mir eigentlich recht egal, wie viel Schaden ich nehme. Manchmal weiche ich sogar gar nicht aus und will einfach nur die Arena platt machen, weil ich zum Beispiel gerade auf den Bus oder auf die S-Bahn oder so warte. Und da einfach schnell die Arena platt machen will. Und da ist es mir echt vollkommen egal, wie viel Schaden ich nehme. Kein Ausweichen, einfach draufhauen. Und dafür ist Hariyama halt nicht unbedingt geeignet. Sondern dann nehme ich einfach lieber schnell die Machomais. Mach die Arena platt. Aber wir wissen momentan, Tränke und Beleber sind ein bisschen rar. Und manche andere Personen achten da eher drauf, wie viel Schaden sie nehmen. Da kann ich den vielleicht Hariyama doch empfehlen. Außerdem, ich kämpfe so viel, dass meine Machomais immer sterben und tot sind und nicht so viel Leben haben, vor allem wenn ich nicht ausweiche. Und da dann noch ein paar extra Kampf-Pokémon zu haben, die echt nicht schlecht sind, schadet auf jeden Fall gar nicht. Finde ich auch recht gut, also Machomais und Hariyamas verwende ich. Aber Hariyama kann auf jeden Fall nie Machomai ersetzen. Zwecks Arenen und Verteidigen, da kenne ich mich echt nicht so gut aus. Ihr wisst, ich stelle jeden Müll rein, einfach so. Ich bin einer der Vertreter von der, es ist egal was man reinstellt, Arena-Theorie. Da gibt es manche, die machen daraus echt eine Wissenschaft und berechnen alles und stellen nur bestimmte Pokémon rein, dies, das, also mir ist das echt vollkommen egal. Dann habe ich noch einen direkten Vergleich mal gemacht und habe einen Austausch-Rate gemacht. Austausch eigentlich relativ interessant, ziemlich starker Zweier-Rate. Einmal mit dem Machomais, denke ich, ist ein ganz guter Vergleich. Ich habe versucht eigentlich eine Arena anzugreifen, aber die Arena bleibt ja nicht immer gleich stark, außer jemand füttert dagegen und hatte jetzt das nicht irgendwie geplant. Deswegen das mit dem Austausch ganz cool. Unterschied ist halt leider, die Machomais sind nicht ganz max, auf 39 glaube ich oder 38,5 und die Hariyamas sind halt nur auf Level 35. Das muss man mit einbeziehen, aber ich blende euch jetzt mal beide Rates hier ein und dann schauen wir uns das mal an. Im Normalmodus, nicht vorgespult, damit wir das ganz genau sehen, den Unterschied. So, ich habe hier mal beide eingeblendet, ich starte mal beide, dann können wir uns das genauer anschauen. Ich blende euch jetzt beide genau bei 20 Sekunden ein. So. Links seht ihr Hariyama, 300er, die ersten zwei auf Level 35, der andere auf 33 glaube ich. Dann ein anderer, irgendeiner, dann zwei irgendwelche, die ich entwickelt habe. Einen habe ich entwickelt, oder? Ne, ich glaube ich habe beide wild gefangen und dann der letzte ist 100er nochmal entwickelt. Aber den letzten werde ich eh nicht gebrauchen. Dann auf der rechten Seite haben wir hier 200er und einen 96er und dann noch ein paar andere, aber die zweite Reihe wird glaube ich kaum benutzt. Aber da stehen dann eh alle Sachen drauf. So. Und Start bei beiden. Bin gespannt. Also was heißt bin gespannt? Ich kenne das ja, aber ich habe noch nicht so den direkten Vergleich gesehen. Und go. So, 1-0. Okay, der rechte hängt ein bisschen. Moment. So. Okay. 176 bei beiden rein. Genau dieselbe Zeit, okay. Das ist schon mal gut. Könnt ihr sehen, Machomai sieht viel, viel schneller aus, aber er macht eigentlich genau dasselbe und der Hariyama so richtig langsam. Schaden ist bisher noch relativ gleich. Ja, jetzt sieht man es mit den Close Combats, mit den Nahkampf-Charge-Attacks, dass Machomai bei weitem mehr abzieht. Und ihr könnt sehen, wie viel Blut, wie viel Leben halt den KP Hariyama noch übrig hat. Da haben wir schon einen Machomai verloren. Und Hariyama kämpft immer noch. Und da kriegt sogar noch ein Close Combat rein. Aber man sieht schon direkt den Unterschied.
zwischen den Attacken und der Angriffskraft von den zwei. Achuma ist jetzt schon bei der Hälfte angelangt. Aber wir sind auch fast durch mit dem zweiten Machomai. Also, und das ist immer noch der Anfang vom zweiten Hariyama. Und das ist schon der dritte Machomai. So. Okay, der dritte ist gleich tot sogar. Und wir sind jetzt hier immer noch beim zweiten Hariyama, glaube ich. Nummer 4 sogar jetzt, machen wir mal Nummer 4, Hariyama Nummer 2. Okay, man muss bedenken, die haben zwei unterschiedliche Attacken, also ich hatte jetzt nicht den Luxus, auch noch dieselben Ausdruck zu finden. Hatte überhaupt Glück, dass ich zwei Ausdrucks gefunden habe, deswegen hat ja das Video so lange gedauert, bis es endlich kommt. So, 71 Sekunden. Machen wir hat gewonnen. Und das ist, glaube ich, machen wir Nummer 5 oder so. Und das ist immer noch Hariyama Nummer 2, kann das sein? Oder allerhöchstens Hariyama Nummer 3. 2489, das ist glaube ich Nummer 3. So. Müssen wir den hier erstmal stoppen, wo ich den fange. Das ist relativ uninteressant. Stahl leider nicht so effektiv, aber ich hatte jetzt keinen anderen. Aber jetzt geht es eh nur darum, dass wir den überhaupt besiegen in der Zeit. Weil wir haben schon den direkten Vergleich mit Machomai. So. Auch geschafft. Das war der 2323. Dann spiele ich noch mal ganz kurz vor. Unter 20 Sekunden nur noch leider. 2, 3, 23, das war Nummer 4. Und bei Machomai hatten wir wie viel Verbrauch? Das war beim 93er. Das war auch 4. Also am Ende hat sich doch ausgeglichen. Wie gesagt, am Anfang des Videos, Machomai hat nicht so viel Leben und er verliert viel und sehr schnell. Aber dadurch, dass Hariyama schwächer ist und weniger Schaden macht, dauert der Kampf länger. Und je länger der Kampf dauert, desto mehr Schaden nimmt er automatisch. Und das hat sich hier gezeigt. Machomai hat zwar viel mehr verbraucht. Wir haben 4 Machomais verbraucht, bis er es geschafft hat. Aber er hat es halt viel schneller geschafft. In der Zeit hatte ich nur 2 Hariyamas benutzt. Aber dadurch, dass Hariyama halt länger gebraucht hat und viel länger gekämpft hat, hatte ich am Ende auch 4 verbraucht. Also, das gleicht sich wie gesagt aus. Aber das war's. Das war so mein Vergleich. Machomai auf jeden Fall immer noch top. Viel, viel besser. Aber ein paar Hariyamas zu haben, kann auf jeden Fall nicht schaden. Wie gesagt, das mit dem Verteidigen, das schaue ich mir demnächst auf jeden Fall nochmal genauer an. Ich werde mich da auch ein bisschen mehr erkundigen und nicht mehr einfach reinstellen, was ich will. Aber schreibt unten in die Kommentare eure Meinung zu Hariyama. Ich habe es jetzt getestet. Im Angriff machen wir auf jeden Fall überlegen. KP zwar viel weniger, aber eigentlich spielt das keine Rolle. Außer man setzt den halt echt in eine Arena. Aber wie gesagt, ob das Sinn macht, werden wir demnächst noch herausfinden. Aber Hariyama allgemein ist echt nicht schlecht. Und es kann nicht schaden, ein paar zu haben, aber an Machomai kommt er auf jeden Fall nicht ran. Das war's von mir. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.